Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist, wo wir heute meine Serie über den Schweizer Fußball mit der Analyse eines jungen Spielers des FC St. Gallen fortsetzen. Und zwar nicht Sergiu, Matschlika, Fazligi oder Julian von Moos, die auch alle jung und wirklich interessant sind, sondern der linke Außenverteidiger Isaac Schmidt, der mit mehr Video und weniger Text als üblich analysiert werden soll. Für den vom Lausanne Sport ausgebildeten Spieler, wo er bis zum letzten Sommer vor allem als Rechtsaußen spielte, bedeutete sein Wechsel zu den FCSG eine Neupositionierung auf der linken Seite. Eine Seite, die ihm, wie wir nun sehen werden, die Möglichkeit bietet, mit seinem starken Fuß, dem rechten, in die Mitte zu kommen, was ihn wirklich auszeichnet. Hier wird sich Schmidt, wie so oft, sehr schnell nach innen drehen und so Adon Yashari ausweichen, bevor er den Ball schnell in den Strafraum spielen wird. Da der junge Luzerner bei seinem Pass sehr nahe bei ihm bleiben wird, wird Schmidt sich direkt wieder zur Verfügung stellen, indem er in den Strafraum laufen wird, etwas, das er auch oft und sehr gut macht. So schnell wie er ist, ist es also nicht überraschend, dass der 22-Jährige seine Mannschaft beim progressiven Spiel hilft, indem er mit dem Ball durch die gegnerischen Linien läuft. Hier wird er zwischen zwei Gegner durchlaufen. Jetzt kommt's. Genau, hier. Dieser Mut zum Risiko ist gerade notwendig, um die von Trainer Peter Zeidler so sehr gewünschte Vertikalität zu suchen, der es in den letzten Jahren geschafft hat, St. Gallen durch dieses Direktspiel wachsen zu lassen. Hier befinden sich die drei Stürmer in der gleichen Zone, in die man gerade versuchen sollte, den Ball zu bringen, anstatt einen einfachen Pass zu Görtler zu spielen. Dieser könnte nämlich direkt von Ousmane Doumbia unter Druck gesetzt werden, der dafür eben bekannt ist, wie in meinem Video über den FC Zürich schon erklärt, sodass Görtler sicherlich gezwungen wäre, nach hinten oder auf die andere Seite zu spielen, wo sich absolut kein St. Galler Stürmer befindet. Isaac Schmidt wird also alles richtig machen, indem er nach innen ziehen wird, um einen Stürmer anzuspielen, sodass der Notpass zu Görtler nicht nötig sein wird. Nach seinem Pass wird Schmidt dann wieder direkt nach vorne laufen, um die Stürmer zu unterstützen, indem er aus diesem überfüllten Raum herauskommt. Jetzt die Szene. Genau, jetzt. Jawohl. Isaac Schmidt kann jedoch auch seine Gegner entlang der Seitenlinie austrieben, sei es also zunächst, indem er einen Gegenspieler zu sich heranzieht, wie hier, oder durch eine andere Finte, die in der zweitnächsten Sequenz zu sehen sein wird. Erste Sequenz und die zweite Finte. In der Defensivphase bedeutet Schmidt auch Vertikalität, sehr zur Freude von Peter Zeidler, der sagt, dass es sehr oft bei Ballverlust besser ist, nach vorne zu sprinten, als 50 Meter in die andere Richtung zu laufen. Denn der Automatismus sollte sein, den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern. So ist es nicht verwunderlich, dass man hier die Ostschweizer Mannschaft den Gegner sofort sehr hoch pressen sieht, ein sogenanntes Angriffspressing. Da ging mir nur aber bereits auf der Rechtsverteidiger des FCZ zuläuft, kann Boraniasevic aus seiner Schattendeckung nach innen ausweichen. Isaac Schmidt wird daher sehr gut reagieren, indem er auf den Tücher sprinten wird und so die Situation in einen gefährlichen Angriff umwandelt. Perfekt an diesen Automatismus des Verteidigens durch Vorwärtsbewegung angepasst, wendet der ehemalige LS-Spieler ihn auch in anderen defensiven Phasen perfekt an, wie hier beim sogenannten Gegenpressing. Ballverlust. Genau.
Der junge Waadtländer muss sich jedoch vor allem defensiv verbessern, da die Gegner von FC St. Gallen im letzten Drittel von einer mangelnden Informationsaufnahme seinerseits schon mehrmals profitieren konnten, wie hier gegen Luzern. Denn auch wenn Gimeno Dräge frei in den Strafraum kommen lässt, hätte ich mit dies bemerken können, wenn er sich hinter seinem direkten Gegenspieler mit der idealen Körperorientierung, die durch die orangefarbene Linie dargestellt wird, positioniert hätte. So hätte er gleichzeitig den Ball und den Lauf von Dräger sehen können. Erst jetzt sieht er der Dräger, genau. Eine bessere Vororientierung würde ihm aber auch bei Ballbesitzphasen helfen, in denen er sich eben eher nach vorne drehen müsste, um nicht vom Pressing eines Gegenspielers überrascht zu werden, der von hinten kommen könnte, wenn er den Ball auf seine Seite annehmen muss. Denn ohne den Kopf zu drehen, wie in dieser letzten Situation, kann er die Spieler in der schraffierten roten Zone nicht sehen, wahrscheinlich. Eine Ausrichtung auf die orangefarbene Linie hätte ihm auch Zeit gespart, da er sich nicht so weit drehen müssen hätte, zumal der Ball aufgrund der beiden hervorgehobenen Zürcher wahrscheinlich nicht hinter ihm angekommen worden wäre. Zusammen mit einem häufigeren Einsatz seines linken Fußes, wenn es die Situation erfordert, würde die Verbesserung dieser wenigen Details Isaac Schmidt zu einem makellosen linken Außenverteidiger mit vielen Qualitäten machen. Mit einem Vertrag bis 2023 ist der gebürtige Lausanner ein Spieler, den die besten Vereine der Super League im Auge behalten müssen, was die Schweizer und die nigerianische Nationalmannschaft bereit tun. So, das war's schon für mich. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnlichen Inhalte verpasst, da es noch weitere Videos über den Schweizer Fußball geben wird. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußballfan zu teilen. Das würde mir wirklich sehr helfen, mehr als du denkst. Ciao, ciao!